Willkommen zu einem Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es eine neue Brawl Stars und heute werden wir einfach mal wieder ganz entspannt ein paar schöne Runden zocken. Vorab auch noch, ich bin wieder back in meinem Club 8676, bin noch Mitglied, aber ich werde hoffentlich bald dann auch wieder Anführer. Auf jeden Fall bin ich wieder back in meinem alten Club, also joint auch gerne wieder, falls ihr dort rein möchtet. Und wir spielen heute wieder mal Starkampf und zwar mal 3 Runden und danach noch Powerplay, das ist ja der neue Modus sozusagen. Und wir sagen, wir starten einfach gleich mal die erste Runde. Wir werden heute 6 Runden spielen. Einfach weil ich Bock drauf habe, Leute. Und ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt, und schreibt doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr noch Forster spielt. Oder nicht mehr, das Spiel ist ja in letzter Zeit nicht mehr wirklich so gehypt worden. Und ich werde gesandwiched, man kennt's wunderbar. Ja, das war easy. Das ist nicht easy. Na schade, den Leon hätte ich vielleicht auch noch bekommen können. Ja, sind nur 4 da, da muss ich aufpassen. Okay, da habe ich gekillt, nice. Somit bin ich mal in Front. Ja, jetzt bin ich nur noch Dritter, habe auch wieder nicht gut gespielt, habe die Ult auch verschwendet. Okay, dann habe ich, glaube ich, wieder gekillt. Okay. Okay, es ist auf jeden Fall sehr eng zwischen all den Leuten, die hier mitspielen in der Runde. Jeder macht wirklich sehr gut Druck. Low. Oh, schade, ich hätte die fast noch bekommen, vielleicht hätte ich sogar noch gewonnen. Aber zweiter Platz reicht mir auch mal. Das ist auch ein relativ guter Einstieg. Ich würde sagen, wir spielen gleich die nächste Runde. Ich weiß gar nicht, was ich heute zu erzählen soll oder kann. Gibt heute eigentlich nicht viel zu sagen derzeit. Nur Viper. Ich hoffe, dass sie nicht nur Viper sind. Oh, ein Spike. Und da ist schon der nächste Viper. Bitte sag nicht, dass er jetzt nur Viper in Game sind. Das wäre ja ultra kritisch. Mal ein wichtiger Kill. Damit habe ich 8 Cubes und mit 8 Cubes kann man auf jeden Fall schon mal was anfangen. Und der Leon hat es super gekämpft. Ah, mit 8 Cubes glaube ich. Da geht schon was. Oh, da ist noch eine Viper. Und ich bin down. Aber immer noch 2 da. Ich glaube, wenn es so weitergeht, könnte das eine gute Runde werden. Wo der Primo macht richtig Faxen. Oh, wichtiger Kill. Noch wichtiger hier die Hits. Okay, jetzt will ich. Wichtiger Kill. Aber ich führe noch.
Ich hoffe, es bleibt jetzt auch so. 16 ist aber auf jeden Fall eine starke Leistung. Ja, GG. Schöner Win, Leute. Sehr schön, auch mal in den Modus zu gewinnen. Gefällt mir. Ich glaube, können wir eine Chest öffnen. Ja, Mann. Leider nichts drin. Okay. Wir werden nochmal eine Runde spielen. Und zwar möchte ich gerne eine Runde spielen. Mentlian. Ja, wir gehen jetzt zum Powerplay-Modus und dort werde ich das Ganze mit Bali angehen. Bali, ein allgemein sehr starker Spieler. So, mit dem werde ich das jetzt angehen. Okay, da ist ein Spike. Was für eine gute Combo ich die da haben. Können halt beide noch keinen Schaden machen. Obwohl ich jetzt schon. Oh, das ist nice. Das Spike wachsen. Aber ich glaube, wir führen. Ja, wir führen. Und das ist wichtig. Jetzt kann ich gleich eher mal auf defensiv gehen. Ich gleich halt einfach mal auf der defensiven Spur. Denn rein theoretisch, wenn noch nicht mehr viel passiert, haben die ja keine Chance. Wenn wir das gut defensiv machen. Die machen halt ein bisschen Schaden, aber halt nicht genug, würde ich mal meinen. Und wenn wir es da nochmal gut vorpushen, dann könnten wir das sogar noch holen. So, jetzt rein. Oh, schade. 13%, 10%. Jetzt halt nur nicht verkacken. Jetzt hält nur noch das Spike. Und der muss jetzt alles auf eine Karte setzen. Und wir können jetzt rein ins Game und holen uns den Win. Easy, Leute. Easy hier mit Bali den Win geholt. Und ich war natürlich auch Starspieler. Keine Frage. Bin halt einfach der Beste am Feld, Kappa. So, schöner Win. Und die zweite Runde werden wir mit der Primo spielen. Und zwar mit. Oh, Geschwindigkeit. Wir nehmen Geschwindigkeit. Ich bin gespannt, ob wir heute drei Powerplay-Runden gewinnen können. Wir haben heute bis jetzt wirklich eigentlich nur Runden gewonnen, bis auf die eine. Oh, es lag. Schade, ich wollte noch einen Hit machen. Aber leider keine mehr zusammengebracht und wir haben jetzt ein kleines Problem. Wir sind hinten. Aber den machen wir. Sehr gut. Jetzt rein. Okay, aber wir haben wieder gut Damage gemacht und führen wieder mal. Wenn wir das jetzt so halten könnten.
Wäre das extrem wichtig. Den haben wir auch gekillt. Oh, wieder wichtig. Oh Leute, das machen wir derzeit gar nicht schlecht. Jetzt aufpassen. Also wir führen noch immer. Oh, ich wurde befördert im Club endlich. Und jetzt hoffe ich, kann ich es alleine machen. Jawohl, GG. So, auch also diese Runde gewonnen. Sehr gut. So, und jetzt haben wir noch eine Runde. Eine allerletzte. Und da wären wir jetzt. Dann haben wir wirklich sehr viele Brawler heute gespielt und sehr viel ausgetestet. Okay, wir sind mal hinten. Ah, den Spike haben wir jetzt gut bekommen. So, davon auch nicht viele Hits. Der Spike ist One-Shot. Spike ist auch down. Jetzt haben die hinten ein großes, großes Problem. Sind noch 31 Leben, 31%. Das ist nicht mehr viel. So, das habe ich hier von mir aus den Daumen bekommen. Und ich helfe ihnen jetzt mal oben. Und dann haben wir es. Leute, 5 Runden. Man kann fast sagen, 5 Siege. Und ich war schon wieder Starspieler. Also ich bin back im Game, Leute. Wieder easy gewonnen. Mal schauen, wie weit ich eigentlich regional bin. Die ersten sind bei 800 schon. Krass. Wow, auch Sensei. Krass. Okay. 5er machen die schon gut. Was? Und das ist interessant. Auf jeden Fall würde ich sagen, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da oder auch ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich bedanke mich fürs Einschalten.